Willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Kurz bevor wir hier noch ein neues Wort der Macht lernen oder vielleicht sogar einen komplett neuen Schrei, wahrscheinlich sogar einen komplett neuen Schrei, weil wir können noch nicht so viele Schreie. Und wir haben Fleischeis vom Moment, den haben wir doch schon. Oder? Mal eben gucken, Schreie. Ja, doch, Eisformen können wir schon. Wir haben leider gerade keine Drachenseelen. Ich wollte doch Eisformen auch eigentlich mal ein bisschen mehr benutzen. Warum tue ich sowas nie? Ja, wahrscheinlich, weil es 48 Sekunden dauert, bis es wieder aufgeladen ist. Damit kann man das sehr selten benutzen. Was haben wir denn hier jetzt nochmal so in der Kiste? Das Gold, den Orkischen Dolch nehmen wir, glaube ich, auch noch mit. Genauso wie die Smaragdhalskette auf jeden Fall. Und die Zwergenkriegsaxt. Kann man alles gut gebrauchen. Und ja, ich glaube, das war's dann auch hier erstmal. Das heißt, wir können jetzt wieder raus. Wieder hier in dieser englische Gegendenbezeichnung. Naja, hier die Aufgabe ist auf jeden Fall auch erfüllt, die wir erst hier bekommen haben. Man kann sich natürlich fragen, ob vielleicht die eine da, die wir am Eingang noch getroffen haben, ob die nicht vielleicht noch irgendwie mal ein Wort mit uns wechseln möchte. Und meine Güte, es ist hier dunkel. Ich glaube, ich sollte mal eben Licht anmachen. Ich sollte, glaube ich, auch mal das mal auf eine Nummer legen mit dem Licht. Hier anstatt der Frostrune. Da packe ich mir lieber mal den Kerzenschein da rein. Huch, was geht denn jetzt ab? Ach, Shazago macht wieder alles kaputt. Das dachte ich mir ja schon. So, hier haben wir auch jetzt noch die Eisentür von oben. Und dann sind wir auch gleich wieder draußen. Kann natürlich sein, dass wir die eine irgendwann nochmal wieder treffen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht haut die jetzt auch irgendwie ins Nirvana ab. Wer weiß das schon. Gibt ja bestimmt einige Orte, die wir niemals erreichen werden. Zum Beispiel, weil gerade nicht geladen wird. Na doch, da wird's geladen. Hat nur ein bisschen länger gedauert, bis der Ladebildschirm dann auch mal kam. So, wir wollen doch eigentlich weiter Richtung Westen, oder nicht? Obwohl, wir können doch nochmal da zu dem Sternzeichenstein hingehen. Sonst machen wir das doch erstmal. Ich weiß gar nicht, was das jetzt für ein Stein da ist. Ich weiß nur, dass wir den wahrscheinlich sowieso nicht aktivieren werden, weil wir mit dem Magierstern als Magier natürlich sehr gut bedient sind. Aber gucken schadet ja nicht. Obwohl ich glaube, es ist der Fürstenstein. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob wir jetzt hier hochkommen. Vor allem, weil ich ja das Pferdchen nicht dabei habe. Na los, lass mich hoch. Gibt's ja gar nicht. Ich glaube, ich komme hier nicht hoch. Da ist da oben sogar noch eine Höhle sofort. Aber ne, nichts zu machen. Kleines Stückchen kommt man zwar immer wieder nach oben, aber danach stürzt man wieder so ein kleines Stück zurück, oder? Obwohl, gerade eben läuft es halbwegs. Ja, das kann jetzt vielleicht noch ein bisschen dauern. Aber wir haben es jetzt. Oder wir haben es auch nicht, weil wir da oben sowieso nicht mehr weiterkommen. Na komm, wir haben es dort drauf mit Bergsteigen. Das muss doch hinhauen. Man ist als Magier wahrscheinlich auch nicht so ganz der Bergsteiger, aber das haut hier noch hin. Sehr schön. Wir sind oben. Oder fast oben. So, jetzt noch ein Sprung. Sehr schön. Dann werden wir hier jetzt auch noch schön einen Weg. Und hier ist die Trübhöhlengruft. Höhlengruft. Ja, würde ich mal sagen, gehen wir mal rein. Gucken wir mal, was es hier so gibt. Vielleicht gibt es ja was ganz Interessantes, man weiß es nicht. Aber wir werden es nur rausfinden, indem wir jetzt mal eben nachgucken. So, was haben wir denn jetzt hier? Hier haben wir wieder mal eine Menge Dunkelheit. Ah, und Wölfe haben wir. So, Wolf, nehmen wir den Wolfspelz. Den kann man ja immer ganz gut verkaufen. Dann gucken wir mal, was wir hier sonst noch so haben. Zum Beispiel noch mehr Wölfe.
Okay, sonst geht's hier wahrscheinlich noch tiefer rein, richtig? Ist auch wieder so teilweise schon eine nordische Ruine. Hä? Was soll das hier bitte schön? Ist hier nur eine Sackgasse? Oh, jetzt trage ich auch noch zu viel. Ich hätte vielleicht erst verkaufen gehen sollen. Moment, Chisago, komm mal her. Chisago hat vom Stab des Magnus Ja, es ist ja gehört. schön, ich möchte aber einige Dinge mit euch Chisago hat tauschen. nur begrenzten Platz, um Dinge zu transportieren. Ja, das weiß ich doch, dass du nur begrenzten Platz hast. Aber du kannst mal so ein paar Sachen nehmen. Zum Beispiel das Ding hier. Hier nehmen wir einfach mal diese ganzen Äxte und sowas weg. Braucht doch kein Mensch. Ich nehme die dann eben nachher wieder, wenn wir wieder verkaufen gehen. Ja, okay, das reicht jetzt erstmal platzmäßig. Dann werden Okay, klar ist schon mal. Wir kommen hier, glaube ich, nicht weiter. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, mich erinnert das hier an die Dawnguard-Questreihe. Da gab es nämlich auch so einen Ort. Und ich kann gerade irgendwie nicht zaubern. Das hasse ich gerade ein bisschen. Ich hasse diesen verdammten Bug, der manchmal die Hände einfach blockiert. Und ich weiß auch nicht, was man dagegen machen muss. Na, ich glaube, jetzt geht's wieder. So, sehr gut. Also wäre, glaube ich, geklärt. Wir kommen ja nicht so richtig weiter. Das bedeutet dann wohl erstmal in eine andere Richtung gehen. Und zwar weiter Richtung Westen. Wie schon die ganze Zeit. Und ich weiß, wir müssen uns ja eigentlich mehr um die Magierakademie jetzt kümmern. Also um die Questreihe da auch. Aber irgendwie habe ich da nicht so richtig Lust gerade zu. Ich möchte einmal so ein bisschen in der Wildnis erkunden gehen. Ja, setzt im Kampf Zaubertränke ein. Wir wissen es doch, dass man im Kampf Zaubertränke einsetzen sollte. Wir wissen auch, dass es langsam wieder anfängt zu schneien hier. Ja, Corundum-Erz gibt es ja auch noch. Und da oben gibt es auch noch so ein Drachen. So ein Drachennest oder wie auch immer man das jetzt nennen soll. Aber erstmal geht es jetzt hier oben zu dem Findling hin. Wenn man mich denn hochlässt. Wahrscheinlich hätte es hier nebenan auch so einen kleinen Weg gegeben, ne? Ja, richtig, da rechts geht es so hoch. Na gut, da oben ist auch der Schrein von Merunes Dagon. Der sieht ja auch höchst interessant aus. Und Moment, hier will mir jemand auf die Nerven gehen. Ein Eiswolf nämlich. Oh, Eiswolf ist natürlich böse. Lässt sich aber zum Glück von meinen Zaubern auch gut zurückstoßen. So, Wolfspelz nehmen wir natürlich mit. So, ich überlege auch, ob es eigentlich so klug ist, wenn wir auf Wiederherstellung noch Perks verteilen. Moment, wer hat da gerade eine Waffe gezogen? Na egal, erstmal kommt wieder der schöne Distanzschuss an. Na, das war nur Sago, alles klar. Das war aber auch ein Volltreffer gerade. Und jetzt würde ich ganz gerne. Aua. Ich würde den ganz gerne mal einen Feuerball reinschießen, wenn ich darf. So, ich durfte, das ist freundlich. Dann nehmen wir nochmal ein bisschen Zeug mit hier. Hier den Corundum-Barren auch auf jeden Fall. Und auch hier gucken wir nochmal. Beschlagene Rüstung kann man gut mitnehmen. Fellarmschienen, die Pelzstiefel. Und ja, belassen wir es dabei. Obwohl, Moment, Pfeile kann ich noch mitnehmen. Pfeile haben interessanterweise kein Wert-Gewicht-Verhältnis von unendlich. Wobei das mathematisch ja auch nicht korrekt wäre. Ja, Fürstenstein haben wir hier. Resistenter gegen Magikerschaden und physische Schaden. Mit anderen Worten, dreht sämtliche Resistenzen hoch. Und ich möchte jetzt mal eben auf die Karte gucken, in welche Richtung wir jetzt genau wollen. Wir wollen ja eigentlich zur Kiefernmondhöhle. Aber wir können nebenbei natürlich auch nochmal bei Immortal vorbeigucken. Nachdem wir uns natürlich da oben erst um den Drachen gekümmert haben. Das ist jetzt so ungefähr die Planung.
So für diese Folge und die nächste Folge. Und dieses Drachennest, das ist ja eigentlich schon mal hier direkt in der Nähe. Also wir sind gleich da. Ich speichere das aber auch eben schnell nochmal. Und dann schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Oh, jetzt bin ich über dem rausgekommen natürlich. Na egal, wegbrennen kann man ihn ja trotzdem. Was ist das für ein Drache? Ein normaler Drache. Ist eigentlich die Musik wirklich so leise? Soll das so sein? Ich drehe die vielleicht mal ein bisschen höher. Ja, so ungefähr. Weil die Musik bei Drachenkämpfen, die kann ja schon einiges. Ah, und sogar die werden von Feuerbällen zurückgestoßen. Sachen gibt's. Das ist unglaublich praktisch, muss ich sagen, weil dadurch können wir es sogar unbeschadet vielleicht überstehen hier. Wenn wir nicht unbedingt in den Nahkampf gehen müssen nachher mit dem. Hier ist übrigens mal eben eine Truhe, die kann man während der Drache so rumfliegt mal eben durchsuchen. Eisenhelm der Zerstörung nehmen wir auch noch. Warum muss das eigentlich ein Helm sein? Das wäre viel passender, wenn es irgendwas Rüstungsloses wäre. Weil dann würde das mehr zu unserem Magier aussehen passen. Also wer, du tötest jetzt Shesago hier, das könnte ja wohl nicht gut heißen. Alter, das mit dem Zurückstoßen ist so nützlich gegen Drachen vor allem. Na dann komm, gib mir deine Seele. Ja, dabei muss man übrigens so entspannt darum stehen. Wenn man mal eben die Seele des Drachen absorbiert. Übrigens, wir können ja auch mal eben durchsuchen, was hat er so schönes Zeug, was man verkaufen kann. Wir brauchen ja immer Geld. Ist das da hinten Weißlauf? Das fällt mir jetzt gerade erst so auf. Aber ja, das könnte da hinten die Drachenfeste, oder nicht? Ja, das ist Weißlauf, da bin ich mir sicher. So, alles klar, Drache ist erledigt. Der hat bestimmt auch nochmal hier unten ein paar Schätze gehütet. Wir müssen jetzt nur aufpassen, dass wir hier auch sicher runterkommen. So, Altar des Himmelsgeborenen gibt es hier. Und einmal auch noch ein neues Wort der Macht. Und zwar Frostatem. Oh, jetzt ist natürlich die gute Frage, welches Wort der Macht aktiviere ich denn dann? Nehme ich jetzt Frostatem oder lieber das nächste Wort von der Eisform? Ich glaube, ich nehme die Eisform, oder? Von Eisform beherrschen wir jetzt schon. Ich habe es bis jetzt kaum benutzt. Ach, wir nehmen es einfach mal. Frostatem. Vielleicht sollte ich das auch eher benutzen. Das kann auch einiges, oder? Hat im Moment leider auch nicht so viel Reichweite, aber das kommt wahrscheinlich später auch noch. Übrigens, eigentlich will ich jetzt erstmal Richtung Mortal laufen, ja? Wir müssen auch noch nach Volguntur für die Sache hier mit Gauldos Amulett. Da gehen wir dann natürlich auch nochmal hin. Aber zuerst könnten wir vielleicht auch noch hier unten das mal besuchen. Was ist das denn hier? Das sieht groß aus. Ist das hier? Ah, das ist Labyrinthion. Oder? Also ja, also das Ding gesamt hier ist, glaube ich, Labyrinthion. Ja, Labyrinthion entdeckt. Übrigens ein Ort, den man sogar schon im ersten Elder Scrolls Spiel besucht hat. Sah damals noch nicht ganz so aus, weil damals 1994 die Grafik auch noch nicht so ganz auf dem heutigen Standard war. Und hier haben wir das vergessene Fallkück. Also Labyrinthion bietet hier, glaube ich, auch noch einiges. Ist ja eine ziemlich große Ruine, wirklich. Da können wir uns jetzt auch noch mal ein bisschen umgucken. Hier in der Dunkelheit. Obwohl ich glaube, das können wir theoretisch auch erst in der nächsten Folge machen, denn die hier ist schon wieder vorbei. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid und bis dahin euch noch einen schönen Tag und ciao.